Hallo und herzlich willkommen zurück bei Crash Academy mit dem aktuellen Wochenrückblick mit dem Verse Report zu Star Citizen. Wir befinden uns aktuell in der Burndown Woche 5. Also es heißt, wir haben kein Studio-Update zu 3.0, wie es sonst der Fall ist. Das wird es erst dann mit dem Launch von 3.0 wieder geben. Richtig. Bis dahin geht es wirklich um das Niederbrennen von Bugs und Schwierigkeiten, also den sogenannten Must-Fix-Issues, die jetzt RSI rauskriegen muss aus dem 3.0-Bild, damit es live gehen kann, beziehungsweise damit es erstmal an die Evocati gehen kann. Ja, und da haben sie dann natürlich angefangen, in dieser Burndown-Episode ordentlich zu berichten. Und da ging es als erstes mal darum, dass sie verschiedene Bugs vorgestellt haben, die es so gab in der letzten Zeit. Eric Kieran Davis führt da so ein bisschen durchs Programm und einer der Bugs, der kam, war zum Beispiel ein sehr, sehr unangenehmes Flackern, wenn man das war eine Schwierigkeit im Lighting-System, wenn man auf eine bestimmte Schaltfläche oder Lichter zugegangen ist, dass auf einmal so komische Punkte irgendwie erschienen sind und es sah so ein bisschen aus, als würde man richtig heftig Migräne haben. Ja, das war wirklich unangenehm. Also ja. Ich würde auch sagen, für Leute mit epileptischen Anfällen, wäre das auf keinen Fall eine gute Idee. Richtig. Und es hat sich daraus... Warum flackert es auch gerade bei uns im Bild übrigens? Das ist der Ausschnitt. Das ist kein Fehler von uns. Das sind nicht wir. Ja, genau. Ja. So sehen diese wunderschönen Fehler aus. Mhm. Und der Fehler wurde dann gefunden im Fog-System, also im Nebel- oder Schleiersystem, könnte man es ja übersetzen. Und als das entdeckt wurde, konnte man es dann relativ schnell auch beheben, zum Glück. Ein weiterer wunderschöner Fehler, der gefunden wurde, war bei den Shopkeepern, bei der Animation. Und zwar, das sah sehr, sehr witzig aus. Die waren so, keine Ahnung, die wurden so von links nach rechts, gezogen, wie so Kaugummi-Menschen oder Gummifiguren. Völlig unnatürlich. Also, keine Ahnung, die Füße blieben stabil, ne? Und die Figur machte so den hier, machte so einen komischen Zirkeleffekt. Aber wenn er sich an jemanden angenähert hat, ne? Um halt zu kommen, so nach dem Motto, was kann ich für sie tun? Kam halt so, sehr geil. Ja. Damit hat man sehr viel Spaß auch, ne? Wenn man sich jetzt nicht mit den Fehlern beschäftigen müsste, dass man sie lösen muss, macht es eigentlich relativ viel Spaß, solche Sachen zu sehen. Ja, so von der äußeren Betrachtungsweise natürlich, aber du kann mir schon vorstellen, jetzt sieht man es gerade im Bild, jetzt kann mir schon vorstellen, wie du da sitzt und denkst so, warum? Verdammt! Halt der fährt so richtig aus. Vor und zurück. Genau. Nächster Fehler war dann im Raumsystem und da gab es auch noch Ungenauigkeiten bzw. Fehler mit drin und da ging es vor allem um die Atmosphärencontainer, die nämlich angelegt waren und zwar erstmal in einfachen Würfeln oder Quadern und das hat dazu geführt, dass die Wände aber nicht so ganz damit übereinander gestimmt haben. Das heißt, an manchen Stellen ist man einfach aus irgendwelchen Gründen erstickt. Weil der Raum da kein Feld mehr hatte und an anderen Stellen konnte man quasi auf dem Fenstersims stehen und trotzdem, obwohl man außerhalb des Außenposten war, ohne Helm atmen. Und das war natürlich nicht so schlau. Ein schöner Fehler, wenn man so unbedarft durchs Einkaufszentrum läuft und richtig. Dann einfach so irgendwie so, plötzlich erstickt oder im Weltall merkt, okay, mein Anzug zeigt mir an, ich brauche jetzt gar keinen Helm mehr anziehen. Richtig. Ja. Aber das konnte mit einem Tool von Lumberyard relativ schnell und unproblematisch auch gelöst wurden. Vielleicht ist das hier so ein Vorteil, den man sieht so in der Zusammenarbeit mit Lumberyard. Könnte sein, ja. Durchaus. Also es wäre auf jeden Fall, eine sehr, sehr schöne Sache, wenn sie es auf jeder Art von Gebäude schaffen, diese Art von Genauigkeit hinzukriegen. Und daran arbeiten sie eben gerade jetzt für die Außenposten, dass man eben auch von Raum zu Raum geht und da ist nicht irgendwo eine kleine Lücke im System, sodass man zwischenzeitlich eben erstickt. Ja, also unterm Strich haben wir sozusagen eine Gesamtübersicht gesehen und sie haben gesagt, ja, es gibt nach der Gamescom gab es 94 Must-Fix-Issues. Da hat man nochmal gesehen, letzte Woche ist ja der Count extrem nach oben geschossen, gerade weil auf dem Gamescom-Showflow ganz viele Fehler aufgetaucht sind. Und nach einer Woche haben sie immerhin geschafft, 18 davon über den Jordan zu schicken. Das bedeutet, wir sind dann verbleibend bei 78. Und in der letzten Zeit wurden tatsächlich 773 Updates in 3.0 eingereiht, beziehungsweise aufgespielt. Ja, genau. Ein bisschen altmodisch. Aufgespielt, aber ganz wichtig, mit jedem neuen Blocker, den man rausnimmt, kann natürlich auch wieder 10 neue dazukommen. Ja. Das heißt nicht, dass diese Reise linear verläuft und man davon ausgehen kann, dass man einfach sagen kann, okay, diese Woche 10, nächste Woche 18 weniger, übernächste Woche 34 weniger. Es kann mit jedem Change, mit jedem neuen Update natürlich auch immer wieder neue Blocker dazukommen. Genau. Und es ist damit ein Glücksspiel. Das bedeutet, sie würfeln einmal und gucken, was passiert, wenn am Ende sie einen Blocker geschafft haben und dann sieht man, was passiert. Kann weniger sein, also kann
auch sein, dass ihr mehrere Sachen auf einmal löst, aber man darf halt nicht davon ausgehen. Und deshalb sagen sie, es wird noch Geduld nötig sein, damit wir da weiterkommen. Wir gehen jetzt damit zu unseren Weekly Updates und in unseren Weekly Updates ging es natürlich auch, oder geht es in erster Linie natürlich auch um Around the Verse und diesmal wurde die Sendung moderiert von Sandy Gardner und Jeremiah Lee, der ist Senior Concept Artist bei Cloud Imperium Games und diesmal ging es um das Stamina-System und das war wirklich für mich mal ein echt großes Highlight. War ein großes Highlight und Stamina-System heißt natürlich Ausdauersystem, wie beeinflusst sozusagen die körperliche Aktion des Spielers seine Ausdauer im Spiel, wie da hat es, was für Einfluss hat das auf das Treppensteigen, was für Einfluss hat das, wenn jemand rennt, wie verhält es sich, wenn jemand eine Treppe steigt, alles das wird nämlich eine Rolle spielen und mit 3.0 haben wir tatsächlich die erste Iteration von dem Stamina-System sowie des Actor-Status-Systems, wobei das Stamina-System eigentlich zum Actor-Status-System dazugehört. Ja, das ist eigentlich ein Teil davon, denn dieses Actor-Status-System, das beinhaltet eben mehrere Komponenten. Es beinhaltet einmal den generellen großen Ausdauerpool des Charakters, also das heißt die maximal mögliche Ausdauer, die ein Charakter im Spiel hat. Dazu hat es auch noch die aktuelle Ausdauer, das heißt die Ausdauer gemessen an dem Gesamtpool und dem momentanen Verbrauch, den der Charakter hat. Das heißt sozusagen das Verhältnis, wie viel vom Gesamtpool habe ich gerade an Ausdauer. Und das wird nicht nur durch Bewegungen, sondern auch alleine durch Rumstehen bzw. Tragen einer Rüstung, Tragen von Gegenständen und ähnliches, wird da ein Ausdauerverlust verursacht. Und dazu kommen natürlich Sprints, dazu kommen Sprünge, dazu kommt Kriechen und sowas alles. Das nennen sie dann einzelne Buffs, die eben den Ausdauerverbrauch beeinflussen und dementsprechend auch die Ausdauer, die man dann noch hat. Und dazu kommt noch, dass wenn man jetzt körperlich sehr aktiv ist, eine schwere Rüstung trägt oder halt eine Treppe hochrennen muss, dass das den Sauerstoffverbrauch beeinflusst. Das heißt, der steigt dann auch in dem Moment, wo man jetzt körperlich größer Belastung ausgesetzt ist. Und das Schadenssystem des Charakters spielt ebenfalls mit rein. Das heißt, wenn ich jetzt eine Verletzung bekomme oder eine schwere Verletzung bekomme, dann werde ich dementsprechend auch Abzüge in der Ausdauer haben und meine Bewegungsgeschwindigkeit beispielsweise verlieren, beziehungsweise auch einen höheren Sauerstoffverbrauch haben. Ja, und als dritte Komponente kommt dann noch die G-Kraft dazu. Also das heißt die Gravitationskraft auf der einen Seite, die Anziehungskraft, aber eben auch wirklich G-Forces, die in irgendwelchen Flugzeugen oder Raumschiffen oder was auch immer wir für Fahrzeuge benutzen, herrschen. Und das ist wirklich auch eine Big News, kann man in gewisser Weise sagen. Denn einmal gilt das natürlich so, dass diese Gravitationskraft, die Anziehungskraft selber auf zum Beispiel verschiedenen Planetenoberflächen anders wirken kann. Das bedeutet, dass man zum Beispiel auf einem Mond wie unserem Mond wenig Probleme hat mit einer schweren Rüstung, aber dafür andere Planeten oder das andere Himmelskörper geben kann, auf dem man dann wiederum zu Boden gezogen wird von denen und mehr Ausdauer verbraucht. Und das führt dann auch dazu, dass dann der Pilot jetzt gerade beim Navigieren von einem Raumjäger auch dann eine Schnappatmung aufweisen würde, weil seine Atemfrequenz sich verändert, je nachdem, wie stark diese G-Kräfte wirken. Wir haben sozusagen jetzt hier große Unterschiede im Weltraum als auch auf den Planeten und wir haben ebenfalls eine neue Ankündigung, die ich auch sehr spannend fand. Ja. Wir haben nochmal eine Auswirkung von G-Kräften auf Objekte, auf Multicrew, auf Personen, die sich an Bord von Schiffen befinden. Das heißt, nicht nur der Kampfpilot oder die Piloten, die im Sitz sitzen werden, leiden, sondern auch jeder Gegenstand kann dadurch beschleunigt werden, Ladung kann verrutschen, Leute können unter Umständen bei einem Kurswechsel dann gegen die Wände krachen, also quasi Gleichgewichtsprobleme bekommen und dementsprechend auch dann natürlich einen Boost in der Ausdauer erleiden. Richtig, und das ist natürlich eine Big News, da wurde sich schon lange darüber gefragt, wird es das geben oder nicht. Sie haben in dem Video allerdings gesagt, dass es sich erstmal auf die wirklich großen G-Kraft-Effekte beschränken wird. Das heißt, wenn man wirklich versucht, eine komplette Gegenbeschleunigung zu machen aus zum Beispiel dem Afterburner heraus, dass dann ungesicherte Ladung wirklich durch die Gegend fliegt oder jemand, der nicht irgendwo in einem Sitz sitzt, dann hier den Abflug macht. Da freue ich mich richtig drauf. Ja. Also wenn man mit der Polaris dann so ein schnelles Manöver fliegt, um Torpedos abzufeuern. Man warnt vorher seine Crew nicht, dann purzeln die da alle durch die Gegend, klatschen gegen die Wände, freuen sich. Genau. Ich meine, ich kenne das selber, eine ganz kurze Story. Wir beide sind auch gesegelt auf einem Traditionssegelschiff. Das hat sehr viel Spaß gemacht, aber bei schwerer See war das dann so der Klassiker, dass man bei jedem Shot einfach hängen bleibt. Genau. Weil man verschätzt das, man schwankt zur Seite, kracht mit der Schulter voll gegen diese Stahlshots, freut sich dann über die blauen Flecke
und denkt sich so, nächste Welle kriege ich es mit. Nächste Welle achte ich drauf, zack und wieder gegen. Richtig. Das hoffe ich, dass es dann auch so wird, dass man so in der Art, sich dann stoßen kann oder stolpert, wäre auch witzig. Wäre auch lustig auf jeden Fall. Und vor allem, es wäre natürlich ein unglaublich immersiver Effekt. Und darum geht es natürlich auch. Und das bedeutet eben dann, dass zumindest mit 3.0 schon mal Turmschützen oder ähnliche Leute, die an Bord sind, auch die G-Kräfte zu spüren bekommen. Und dadurch muss der Pilot vielleicht auch ein bisschen anders agieren. Letztendlich ging es dann weiter über das Soundsystem, was auch umfangreich angepasst wurde dafür. Es war ein relativ langer Teil auch der Episode, weil das Soundsystem hier an dieser Stelle endlich, wie der Soundingenieur sagte, nicht mehr am Ende der Kette steht, sondern tatsächlich Teil des Prozesses ist. Das bedeutet, die Pipeline, die es jetzt verläuft, ist so, dass wenn im Spiel eine Veränderung auftritt, eine Belastung auftritt, irgendwas ist mit dem Ausdauerverlust oder ähnlichem, dann geht der Befehl quasi erstmal an die Atmung und an den Verbrauch, sodass dadurch sozusagen die Atmung reguliert wird, passend zu der Animation, die dann vom Spiel gezeigt wird. Und das wird dann wiederum erst dem Actor Status Manager oder dem Actor Status System gemeldet, sodass da dann sozusagen fürs UI und allem auch die Informationen rauskommen. Weil da gibt es nämlich verschiedene Ausrüstungen oder verschiedene Eigenschaften auch von den Anzügen. Ja. Das heißt, der Explorer-Anzug hat dann andere Eigenschaften, anderes Gewicht natürlich auch, eine andere Auswirkung auf die Ausdauer, als auch andere Scanner-Möglichkeiten, die Atmosphäre beispielsweise um einen herum analysieren. Ja. Ja, ob man jetzt in der Lage ist, da den Helm abzunehmen oder auch, was ist ein Raum weiter oder was ist mehrere Räume weiter. Da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Dieses Ausdauersystem, den Sauerstoffverbrauch und auch die Faktoren der Umgebung einzubauen. Und zu messen auch und dementsprechend einzuschätzen. Am Anfang jetzt bei 3.0 wird das alles erstmal nur über das Helm-UI funktionieren, was einem den eigenen Status sagt und über das Mobi-Glas, was einem die direkte Umgebung gibt. Aber mit der Zeit kommen dann eben Scanner, die das auch wirklich erweitern können und da freue ich mich schon drauf, wenn du es auch von oben zum Beispiel von der Atmosphäre aus machen kannst. Ich habe eine Frage, das habe ich nicht ganz richtig verstanden. Ist es auch so, dass diese Shots selber haben auch Displays, die anzeigen, wie die Condition ist dahinter? Richtig, ne? Ja. Also sie haben gesagt, es wird nicht den Punkt geben, dass man ungewarnt so einen Shot öffnet. Man wird es öffnen können, aber man muss selber das Risiko dafür tragen, weil man wird eine große Warnung irgendwo sehen. Weißt du, was ich auch sehr schön fand? Mhm. Dass man auch, wenn der Sauerstoffspiegel zu hoch ist, es nennt sich wie nennt sich das? Hypo... Oh, das weiß ich gar nicht, muss ich jetzt sagen. Oxy, ich weiß keine Ahnung, wie der medizinische Fachausdruck heißt. Aber auch ein zu hoher Sauerstoffgehalt kann schädlich sein. Oder auch natürlich Kohlenstoffdioxid, das heißt Gase, Brände. Alles das spielt eine Rolle. Das bedeutet auch in einem Schiff natürlich, im Zweifelsfalle, wenn dann irgendwann ein Feuer ausbricht, dass man dann sich rechtzeitig den Helm anziehen sollte. Richtig. Und das war auch eine der Kernaussagen, dass sie sagten, egal, was man später im Spiel macht, man muss wirklich dann immer hin und austarieren, habe ich jetzt einen Anzug an oder nicht, weil ich verbrauche ja währenddessen Sauerstoff auch in dem Anzug, wenn ich den Helm aufhabe, sodass nicht die ganze Zeit Leute mit Anzügen rumrennen werden. Auf der anderen Seite muss man halt gucken, in bestimmten Situationen schnell genug bei seinem Anzug zu sein, damit man eben dieses Problem nicht hat und unter Umständen erstickt aus irgendwelchen Gründen. Ich hoffe ja, sie haben auf Brücken darüber nachgedacht, dass man die Helme irgendwo aufhängen muss. Eigentlich müsste auf jeder größeren Brücke irgendwo ein Bereich sein, wo die ganzen Helme an der Wand hängen, weil wenn ich im Kampf bin, dann werde ich vorher mein EVA-Suit anziehen, den Helm irgendwie ablegen. Richtig. Liegen die rum, dann habe ich irgendwie eine Gehbeschleunigung, dann putzen die ganze Zeit durch den Raum. Wie eigentlich brauchen sie das noch. Ja, das stimmt. Da sind wir mal gespannt, was sie sich dazu noch einfallen lassen, denn das ist ja dann wirklich so eine Art Player-Feature, was dann die Player sagen können, so nach dem Motto, ey Jungs, das ist ein tolles System, aber so funktioniert es nicht, weil ich sterbe jedes Mal auf dem Weg zu meiner EVA-Kammer. Also von daher, mal gucken. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, noch die erste Iteration von diesem System in 3.0. Es wird noch deutlich weiterentwickelt werden. Es bietet jetzt schon einige coole Features und wir werden es dann natürlich erleben, was es genau für Features sind und wie sie sich auswirken. Aber es wird auf jeden Fall noch eine weitere Entwicklung geben und es wird auch noch ein weiteres Balancing geben. Was bei uns dabei aufgekommen ist, ist eine Frage. Die habe ich mir sofort gestellt, als ich das gehört habe, gerade mit dem Ausdauerpool. Tja, wenn man jetzt die Ausdauer, wenn die so wichtig wird für Star Marine gerade oder für FPS, für alle Handlungen auf Planeten, wenn man läuft, man rennt, dann ist doch die große Frage, die sich uns stellt, ist es denn möglich, den eigenen Charakter auch zu trainieren? Und da würden wir euch mal gerne fragen, was haltet ihr denn davon? Glaubt ihr, es wird möglich sein, den Charakter zu trainieren? Man kennt es ja von GTA, war das, glaube ich, wo man halt dann auf der Bank Bankdrücken machen muss. Sowas wäre ja gut vorstellbar. Was glaubt ihr? Wird es möglich sein? Und natürlich auch darüber hinaus, ein Kampfpilot, der Gehbelastung gewöhnt ist, auch der müsste ja eigentlich, wenn er sehr viel fliegt, immer besser werden, diese Kräfte zu tolerieren. Genau, dass dann eben diese Pilotenatmung sozusagen früher einsetzt als bei anderen oder sie besser, effizienter ist. Man könnte sich das, wenn es diesen Ausdauerpool so gibt und so im Spiel gibt, könnte man sich durchaus vorstellen, dass man da kleinere Veränderungen vornehmen kann, wenn man eben den Charakter trainiert. Bei GTA war es ja nur optisch, aber da wäre es natürlich total spannend, wenn es auch wirklich in-game sozusagen
sozusagen eine kleine Auswirkung hätte. Diese Frage haben wir auch bei Spectrum gestellt unter Ask the Devs. Wir werden die dann unter der Episode verlinken in der Beschreibung und dann könnt ihr da auch nochmal gucken, was die Devs vielleicht antworten, wenn wir da eine Antwort kriegen. Also daher, ihr merkt schon, war ein großes Thema, ist ein sehr spannendes Thema und darum auch von uns Hauptinhalt der Episode. Jetzt gehen wir nochmal zu unseren Videos und da war natürlich vor allem das Starfarer Let's Play letzte Woche drin. Das haben wir nochmal nüchtern nachgeholt. Ich weiß halt nicht, das war letztes Mal nach dem Feiern, glaube ich. Ja, um 4.30 Uhr morgens kam dieses Schiff auf einmal und ihr seid beide aus dem Club gefallen. Ja, das war ein bisschen witzig. glaube, oder? War das die Caterpillar? Das war eindeutig die Starfarer. Okay, gut. Ich hoffe, wir haben uns diesmal... Vastosa allein. Okay. Ich hoffe, dass wir das diesmal ein bisschen besser strukturiert haben. Mhm. Ich glaube schon, wir haben alles gefunden vor allem. Schaut euch das Let's Play an dazu. Ein spannendes Schiff, Starfarer Gemini war es. Und dann hatten wir noch ein weiteres Video, das Planetensystem Kilian haben wir uns angeschaut. Sehr, sehr spannendes System, quasi das militärische Herz des Imperiums. Guckt es euch an, viele Informationen und vor allem hat dieses System extrem viele Planeten. Ja, extrem viele Planeten, das ist tatsächlich eines der größten von Star Citizen. Also da gibt es viel zu erzählen, wir haben zu den Hintergründen, zur Lore, zur Story und auch ein paar Reisetipps sind natürlich wie immer dabei. Also von daher schaut es euch an, das Video ist dann am Samstag online gegangen. Das heißt, wenn ihr das hier auf YouTube seht, dann wird das Video einen Tag alt sein. Und von da aus gehen wir dann auch zu dem, was wir sonst gerade machen und zwar den ganzen Livestreams, die wir gerade noch haben. Und zwar den ersten natürlich dann am Sonntag um 19.30 Uhr. Genau, da Let's Playen wir wieder, da darf gespielt werden. Mhm. Diesmal mit Dozer und mir. Der Sawyer ist nicht dabei. Nee, richtig, ich bin im Kabarett. Im Kabarett, aber wir werden auf jeden Fall nochmal ein schönes Schiff vorstellen oder Schiffe vorstellen. Dann haben wir am Mittwoch um 14.30 Uhr Steel Division. Da versuchen wir wieder in den neuen Patch reinzukommen und versuchen da im Team, vielleicht schaffen wir es sogar dazu viert oder zu fünf zu sein, eine größere Schlacht zu spielen. Freitag haben wir dann natürlich wieder den Verse Report, den Wochenrückblick zu Star Citizen. So ist es, genau. Hast du schon geübt bei Steel Division? Noch gar nicht. Du hast noch World of Warcraft. Ich bin gerade World of Warships Hype. Okay. Gut, ich auch noch nicht. Aber das machen wir dann auf jeden Fall vor Mittwoch nochmal, damit wir noch ein bisschen was bieten können. Ansonsten wollen wir nochmal daran erinnern, dass es keinen Monatsreport geben wird von CIG für den August. Das heißt, der nächste kommt dann in ein paar Wochen und der wird dann für den September sein. Das heißt, da brauchen wir leider nichts zu erwarten und wir können dementsprechend auch keine Zusammenfassung liefern. Gut, das war's was haben wir denn jetzt eigentlich? Den SCP-Verse Report machen wir gerade. Genau, oder? Den machen wir gerade, ja. Super. Das war's für den SCP-Verse Report. Hin und wieder fühle ich so langsam die Schwierigkeiten der Erinnerung in meinen Hirnkreis. Das macht das Alter. In dem Sinne, macht es gut. Vielen Dank fürs Zuschauen in jedem Fall. Und natürlich, wenn ihr up-to-date bleiben wollt bei Star Citizen, dann folgt uns auf YouTube, abonniert uns dort oder auf Twitch. Natürlich könnt ihr uns gerne ganz viele Kommentare unter die Episode schreiben. Liked oder disliked sie, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Und wenn ihr uns persönlich unterstützen wollt als Creator, dann geht auch mal auf unser Patreon-Profil. Bis dahin verabschieden sich Weezen und Sawyer mit einem gemeinsamen See you on the flight deck. Das war synchron.